Bis hinterher meiner Frau gesagt, dann hat sie gesagt, ja, der hat recht. Und der Samuel Eckert hat recht. Es ist super, dass er konsequent ist. Er kann keine Maske tragen und deswegen trägt er keine Maske. Danke, Samuel. Und jetzt darf ich die Isabel ankündigen von Samuel Eckerts Youngsters und sie spricht als nächstes. Wieso, Herr Söder? Welchen Spruch bekommen wir Kinder und Jugendliche mit Abstand am öftesten zum Hören? Wenn wir uns nicht an die Maßnahmen halten, Abstand halten, Maske tragen, alleine zu Hause bleiben, dann werden unsere Eltern und oder Großeltern sterben. Der wohl bekannteste Vertreter dieser Ansicht ist Herr Markus Söder. Böse Zungen nennen ihn auch Markus den Ersten. Doch wenn das alles so schlimm ist, warum schützen Sie, Herr Söder, nicht die Alten und Schwachen? Und ich frage ja nochmal frei heraus, wieso schützen Sie nicht uns Kinder und Jugendliche? Wieso schützen Sie uns nicht vor psychischen Schäden und Isolation durch Lockdowns und Schulschließungen? Es gibt genügend Hinweise und vor allem Beweise, dass wir psychische Schäden erleiden. Das ist keine Theorie oder These, das ist Tatsache. Schauen Sie nach Österreich und wenn Ihnen der Weg zu weit ist, einfach mal in die nächste Familie, die seit Monaten in ihren Wohnungen eingesperrt sind. Wieso schützen Sie, Herr Söder, uns nicht vor Vereinsamung? Doch Ihre Lockdowns, die nebenbei bemerkt von der WHO als null und nichtig erklärt werden, traumatisieren Sie eine ganze Generation. Sie sind für die Schäden verantwortlich, und zwar deutschlandweit. Sie nutzen Ihren Einfluss, um Entscheidungen über Ihr eigenes Königreich, pardon, Bundesland hinaus zu beeinflussen. Ich stelle mal eine ganz einfache Frage. Wie können Sie, Herr Söder, noch in Kinderaugen schauen? Wie können Sie sich abends überhaupt noch im Spiegel anschauen? Wie können Sie Ihre Handlungen vor Ihrem Hirn und vor Ihrem Herz und vor Ihrem Verstand rechtfertigen? Wieso schützen Sie, Herr Söder, uns nicht vor den wirtschaftlichen und dadurch beruflichen Folgen, die scheinbar unaufhaltsam auf uns zurollen? Denken Sie doch mal einen Schritt weiter oder auch einfach mal um die Ecke, wie Herr Kollege Schwan. Wenn die Wirtschaft und speziell der Mittelstand den Bach untergeht, wo sollen wir unsere Ausbildungen machen? Wo sollen wir später arbeiten? Doch welche Arbeit sollen wir in unser stabiles und gut ausgebautes Sozialsystem einzahlen? Und um Ihre Rente und Ihren Arztbesuch im Alter zu bezahlen. Und wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, ein sehr gutes. Es ist so gut, dass während der angeblich schlimmsten Pandemie der letzten Jahrzehnte Krankenhäuser geschlossen werden. Oder wurden die Krankenhäuser etwa ganz aus Versehen im Schließungswahn von Schulen und Einzelwarengeschäften einfach gleich mitgeschlossen? Wieso schützen Sie, Herr Söder, nicht die Alten- und Pflegeheime besser? Wieso werden die Risikogruppen nicht besser geschützt? Wenn diese gefährdeten Gruppen besser geschützt werden würden, könnten wir ein weitaus normaleres Leben führen. Wir Kinder und Jugendliche könnten in die Schule gehen und müssten nicht mehr im Homeschooling in unseren Zimmern verschimmeln. Wir könnten in die Schule gehen, ohne dass wir haarsträubende Maßnahmen befolgen müssten. Wir könnten unser Leben leben und uns zu mündigen Bürgern entwickeln. Und Herr Söder, wir, die jetzige Jugend, sind Ihre zukünftigen Wähler oder eben Nichtwähler. Das liegt in Ihrer Hand.
Sie doch bitte zukünftig daran, wenn Sie uns zu Virenschleudern auf zwei Beinen erklären. Demokratie lebt von Meinungsvielfalt. Man sollte also nicht unliebsame Meinungen einfach aus dem Ethikrat verbannen. Das ist eher kontraproduktiv. Hören Sie mehrere Meinungen an und seien Sie kritikfähig. Durch Austausch, Diskurs und konstruktiver Kritik kommt es zu einer Erweiterung des eigenen beschränkten Horizonts. Es bringt nichts, eine ganze Bevölkerungsgruppe aufgrund ihrer Meinung einfach zu diskreditieren. Es gibt viele gute Konzepte zum Schutz der vulnerablen Gruppen, die der breiten Bevölkerung Normalität garantieren würden. Hören Sie doch Personen an, die nicht ihre eigene Meinung teilen. Fragen Sie doch mal die Alten und Gebrechlichen, was sie sich von ihrem restlichen Leben denn bitte wünschen. Fragen Sie doch mal die Menschen im Mittelstand, was sie brauchen, wo die größten Schwierigkeiten sind und welche Vorschläge sie denn haben. Fragen Sie doch mal die Eltern, die seit Wochen das Thema mit dem Homeschooling mitmachen müssen. Fragen Sie doch mal die Jugend, wo der Schuh am meisten drückt und warum wir in großer Zukunftsangst leben. Fragen Sie doch einfach mal die Menschen in diesem Land, ob sie auf diese Art und Weise bevormundet werden wollen. Denn ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Der absolute Großteil dieser Menschen ist erwachsen und kann eigenverantwortlich handeln. Sie sind aus dem Hausarrestalter raus und brauchen keinen Papi, der ihnen sagt, wenn sie abends zu Hause sein sollen. Ihre Partei ist die CSU, die Christlich-Soziale Union in Bayern. Besinnen Sie sich doch bitte zurück. Richten Sie Ihr Handeln in eine christliche und soziale Richtung aus, so wie es der Parteiname Ihrer Partei verspricht. Sie als Politiker sind der Repräsentant Ihrer Wähler. Reden Sie mit Ihren Wählern. Diese werden nämlich laut neuesten Umfragen immer weniger. Herr Söder, kommen Sie von Ihrem hohen Ross herunter. Entscheiden Sie mit Hirn, Herz und Augenmaß im Sinne der Bürger, im Sinne Ihrer Wähler. Zumindest solange Sie noch nicht abgesetzt worden sind, denn darauf müssen Sie dann jetzt nicht mehr lange warten. Es geht ein Ruf durch die Bevölkerung. Es geht ein Ruf durch die Wählerschaft, die Sie einst wählte. Dieser Ruf dürfte langsam auch bei Ihnen angekommen sein. Er lautet, Söder muss weg. Dankeschön. Ganz genau, Söder muss weg. Danke, Isabel, dass du uns nochmal daran erinnert hast. Wir wären von selbst fast gar nicht drauf gekommen. Und ich persönlich habe die Hoffnung auf unsere Jugend schon fast aufgegeben, aber dann stehen solche Persönlichkeiten, junge Persönlichkeiten auf der Bühne und erzählen uns, wie sie sich ihre Jugend vorstellen und was sie an der gegenwärtigen Gesellschaft nicht gut finden. Respekt, Chapeau, vielen Dank, Isabel. Ist euch kalt?
Habt ihr Lust auf ein bisschen Musik? Bohrische Musik? Dann freut euch auf Renate, sie hat Corona-Gstanzeln mitgebracht. Herzlichen Applaus für Renate. Ja, grüß euch, Gott, ihr lieben Leid. Heute ist wieder mal so weit, dass wir zusammenkommen und demonstrieren, weil die Politiker uns immer nur schikanieren. Unsere Regierung macht grad, was sie will. Lockdown, Grundrecht stutzen ganz ohne Gefühl. Und die Wirtschaft gegen die Wand fahren auf der ganzen Welt. Macht bloß arbeitslos und arm und verreckert dort das Geld. Im Winter war schon immer im Krankenhaus mehr los. Wir haben all die Jahre ohne Lockdown geschafft, frage mich bloß. Seit Corona gibt's nicht mehr Kranke, aber ein PCR-Test. Und dazu nicht geben wir alles wie jedes Jahr, das steht fest. Beim Spazierengehen und beim Schlittenfahren ist das Virus besonders schlimm. Und deswegen macht so ein Polizeieinsatz da auch besonders viel Sinn. Kindergeburtstag und Hochzeitsfeier stürmen, weil feiern darf man nicht. Was die Politik von unserer Polizei verlangt, ist bloß noch Brunzbiesel blöd. Mit der Maskenpflicht und Abstand halten, deren es bloß überall die Menschheit spalten. Der eine mag das vom Mama, der andere sieht's gar nicht ein. Und machst nicht mit, kriegst du Straf. Ja, das nenn ich Tyrannei. Ei, jeder hat Angst vom anderen und sperrt sie ein. Lauft da draußen noch freiwillig mit Mundschutz rum, das kann doch nicht sein. Derweil ist erwiesen, der Lappen hat gar keinen Effekt, weil die Viren hupfen durch die Poren, Mensch, der Maulkopf muss weg. Die jungen Leute werden eingesperrt, die einen isoliert. Die Kinder geben's dann die Schuld, wenn die Oma mit 105 Jahren stirbt. Sie sagen, ist alles für Gesundheit und Solidarität. Zwangstests und Zwangsimpfung werden unsere neue Normalität. Heidenhaft sterben dürfen wir heute nur noch mit Covid. Positiv getestet bringt heute einen besonderen Profit. Die RKI-Daten sagen, das Virus ist wie der Grip. Ja, vielleicht gibt irgendeiner unserer Märkte mal den Tipp. Leid mit einer kritischen Meinung werden erst ignoriert, dann öffentlich als Gefährder diskreditiert, als Terroristen hingestellt vom gottgleichen Söder. Da fragt sie nicht bloß unser Herrgott, mein Söder geht's denn noch blöder. Für die lieben Pflegeleute wird fleißig Bacher und klatscht. Nur danach auf dem Lohnzettel werden sie der Reihe noch abgequatscht. Dafür schießen die Impfzentren wie Schwammerl aus dem Boden, weil 140 Euro für einen Pieks tut sie halt für manche schon Lohn. Die RNA-Impfung wollen sie am liebsten alle aufzwingen. Der Wähler weiß nicht, ob sie überhaupt was dort bringen. Selbst der Pfizer-Chef ist wegen seinem Chemiezeugs auf dem Rückzugsmarsch. Ja, steckt euch doch eure Impfung bitte recht schön in den. Danke. Musik.
wenn's dein scheinst, heut's echt gar nicht aus. Obwohl's längst vorbei ist, schwimmt jetzt eine richtige Dauerwelle herauf. Bald Leid sind ja Angst und keine Meinung grimm. Und so können sie uns heut noch viel besaulen. Hast einen positiven Test und einen Unfall nach ein paar Tagen, dann bist du an Covid verstorben, das ist gar keine Frage. Doch haut's die nach der Impfung um und der Tod rinnt dann ein, dann heißt's gleich der Impfstoff, na, der kann's wirklich nicht sein. Es ist echt erschreckend, was hier alles passiert. Ja, die Gehirnwäsche hat bisher gut funktioniert. Doch irgendwann werden alle Leute endlich erwachen und den ganzen Schmarrn einfach nimmer mitmachen. Und wir bleiben auf der Straße, bis alle kapieren, dass das alles gar nichts zum Tun hat mit irgendwelchen Viren. Wir demonstrieren einfach weiter und zeigen unser Gesicht. Weil macht man Lüge zur Wahrheit, dann wird Widerstand zur Pflicht. Und zum Schluss wünsche ich euch Gottes Segen, dass der Fall nicht verhältnismäßig ist, kann man immer besser singen. Solange die Medien aber die Wahrheit nicht sagen, werden wir mit viel mehr Leid immer und überall aufschlagen. Danke, Renate. So, ja, bin wieder da. Ich war jetzt gerade mit dem Samuel.